Die Tanzworkouts sind nicht so mein Fall. Also jedes Mal, wenn ich tanze, bin ich so. Eine weitere Frage war, Caro, was hältst du von den Zeugen Jehovas? Ich muss euch leider ausmachen. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich kann gar nicht fassen, dass die Sonne gerade ein wenig rauskommt. Ich vermisse die Sonne. Ich habe heute Morgen auf den Wetterbericht geschaut und war so, das sieht ganz schön regnerisch aus in den nächsten Tagen. Ja, ich werde heute ein neues Video für euch drehen. Woo! Es geht heute um Caro, was hältst du von? Punkt, Punkt, Punkt. Und da habe ich euch auf Instagram gefragt und ihr habt mir einige Sachen gestellt. Und ich würde sagen, let's start with the video. By the way, das wird heute übelst im Vlog-Style, so ähnlich wie das Caro zeigt mir mal. Einfach, dass wir entspannt quatschen über gewisse Themen und dass ihr entspannt mir zuhören können. Und die erste Sache ist, Caro, was hältst du von zweiten Chancen? Hättet ihr mich letztes Jahr gefragt, hätte ich euch wahrscheinlich gesagt, nein, wer es nochmal macht, macht es nochmal und so weiter. Und generell wieder Menschen eine Chance zu geben, wenn sie was falsch gemacht haben, sich entweder, ich weiß nicht, keine hintergangen haben oder sonst irgendwas. Ich bin nicht so jemand, der sofort nachgibt und dann sofort sagt, okay, let's forget about it, let's pretend it didn't happen und so weiter. Aber letztendlich bin ich doch so jemand, der Menschen dann doch vergibt. Ich brauche einfach nur meine Zeit, um sozusagen damit abzuschließen im Kopf. Aber ich bin auch der Meinung, dass Menschen, jeder macht mal Fehler, jeder macht mal irgendwas wrong oder macht irgendwas, was er bereut. Es muss nur jemand so wirklich einsehen. Und ich finde auch, es zeigt auch Stärke, wenn du Menschen vergibst. Also ich, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich darüber rede, dann denke ich direkt ans Betrügen. Aber das ist für mich irgendwas anderes. Ja, weil für mich ist Betrügen nicht nur total verletzlich, sondern es ist unfassbar egoistisch von der betrügerischen Seite. Weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was sie dem Gegenüber damit antun, wenn sie betrügen. Also die ganzen Trust-Issues, Anxiety und Fragen, lag's an mir? Das kann einen unnormal im Brain durchnehmen. Und ja, das ist für mich was ganz anderes und das könnte ich nicht verzeihen. Da gibt es für mich auch keine zweite Chance oder so. Aber auf freundschaftlicher Basis bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich euch sagen kann, es braucht Zeit. Nicht um die Wunden zu heilen, sondern einfach um es zu akzeptieren und es sozusagen sacken zu lassen. Weil bei mir ist es so, wenn du mich einmal verletzt, die Wunden werden immer da sein. Immer. Aber irgendwie finde ich mich damit ab und dann kann man gucken, ob es noch funktioniert. Und ob das in einem Jahr funktioniert oder in zwei Jahren oder in Monaten, das weiß niemand. Aber es ist nie schlecht, sich, sage ich mal, auszusprechen und dann zu gucken, ob es eine weitere Chance gibt. Meine Meinung zu Aufräumen. Das ist auch eine Frage, die sehr oft geschrieben wird. Aufräumen ist super wichtig, also on this channel. Ich bin einfach nicht so eine richtig gute Aufräumerin. Ich fange tausend Sachen an und vollende sie nicht so richtig. Deswegen bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner für sowas. Vielleicht muss ich mir mehr Dokus anschauen von so Asiaten, die so mega organized sind. Sophie hat mir da mal so eine Doku empfohlen, deswegen habe ich jetzt Asiaten gesagt. Und ja, mir fehlt so ein bisschen die Struktur. Ich weiß auch jetzt schon, wenn ich ausziehen werde, dann werde ich mir jemanden suchen, der mir so hilft, mich so komplett zu organisieren und für alles so einen Platz zu finden. Ja, und so lange werde ich es versuchen, hier zu rocken. So gut, wie es geht. Fun Fact, ich horte hier meine Gym-Equipments. How to be organized. Woo! Ich habe mir nämlich... Ich kann es gar nicht hochheben. Oh mein Gott. 10 Kilo Hantel bestellt. Die ist jetzt nach 6 Wochen endlich angekommen. Und die benutze ich jetzt für meine Booty-Workouts, weil ich habe gemerkt, ich muss mal wieder ein bisschen was machen. Und deswegen habe ich mir jetzt mal so ein Kilo-Ding geholt, damit es nicht immer nur Bodyweight-Workout ist. Ja. Und eine Frage war auch, Caro, was hältst du von den Pamela Reif Workouts? Und ich muss wirklich sagen, Shoutout an sie. Sie hat wirklich Quarantine, Corona und so weiter Workouts auf Next Level gebracht. Und ich finde, das ist einfach ein Shoutout wert. Sie hat ja auch ganz viele Auszeichnungen dafür bekommen. Das hat sie auch schon verdient. Ich mache die Workouts wirklich sehr gerne. Und heute Abend werde ich dann zum ersten Mal das mit den Gewichten ausprobieren. Dann bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Aber ja, falls ihr die noch nie gemacht habt, kann ich euch die nur empfehlen. Ich muss wirklich sagen, die Tanzworkouts sind nicht so mein Fall. Also jedes Mal, wenn ich tanze, bin ich so,
wo ist oben, wo ist unten, wo ist rechts, wo ist links, wo ist mein Bein? Dann merke ich so richtig, wie unbegabt ich in sowas bin. Deswegen, ja. Aber es macht trotzdem Spaß. Solange mir keiner zuguckt, I don't care. Aber ich würde es jetzt nicht vor euch machen zum Beispiel, weil das wäre mir ein Ticken too much. Ich mache mir jetzt what zum Essen und danach gehe ich spazieren mit Sky. Das mache ich hier jetzt regelmäßig. Und es tut mir echt gut, also so rauszugehen eine Stunde und dann mich wirklich zu bewegen. Und gerade weil die Sonne jetzt auch rauskam, werde ich das auf jeden Fall gleich tun. Aber jetzt mache ich mir erstmal eine Smoothie Bowl. So, und ich esse heute diese hier von Holy. Die müsst ihr eigentlich schon von mir kennen, weil I just love it from my. Ich bin, by the way, auch an Codes dran, weil so viele von euch mir immer schreiben, glaubst du, du kannst mal einen Code davon organisieren? Eine Freundin von mir, die Alina, meinte auch so, oh mein Gott, ich würde die voll gerne mal probieren, hast du einen Code und so weiter. Und ich habe dann auch schon geschrieben, aber sie habe ich leider noch keinen bekommen. Aber I will keep you updated, weil sowas haben die bisher noch nicht gemacht. Und man muss auch sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass jede Brand irgendwie Codes hat oder so. Weil nicht jeder macht Influencer-Marketing und so weiter. Und deswegen, das darf man nicht vergessen, weil heutzutage ist es immer so, der und der, die Firma einen Code. Und wenn die keinen Code hat, ist man so, hm? Aber man darf nicht vergessen, dass das nicht jeder macht, ne? Das ist nicht von jedem so the spirit, sag ich mal. Geht super schnell. Food is so freaking ready. Ich habe gestern Cookies gebacken, meine adorable Cookies. Das sind über leckere Chocolate Chip Cookies oder White Macadamia Cookies, die ihr so von Subway kennt. Aber homemade, und das Rezept findet ihr bei mir in den Highlights auf Instagram. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Wirklich mega leckeres Rezept. Und da habe ich gestern einfach mal ein paar Bleche gemacht und habe die meinen Girlfriends zu Hause vorbeigebracht, eine kleine Nikolaus-Überraschung gemacht. Einfach kleine Geste von wegen I think about you and I'm dankbar to have you in my life und so. Also kleiner Reminder an euch, macht euren Freunden auch mal eine Freude. Gibt jetzt gerade in der Jahreszeit vielleicht einfach zurück. Ich finde, Weihnachten ist immer so, die Weihnachtszeit ist immer so eine schöne Zeit, um sich so ein bisschen selber zu reflektieren, wie dankbar man eigentlich ist. Dankbar man eigentlich vielleicht sein sollte, gewisse Dinge in seinem Leben zu haben, dass man das nicht einfach so hinnehmen sollte, sondern man soll es auch wertschätzen. Und ja, vielleicht wollt ihr euren Freunden ja auch mal eine kleine Geste machen, vielleicht an Weihnachten oder einfach so. Und was ich auch gemacht habe, gerade weil seitdem ich Snoopy habe, keine Ahnung, eine viel krassere Verbindung so zu Hunden habe und Tieren im Allgemeinen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht einfach, das habe ich nämlich irgendwo auf Instagram mal gesehen, dass man in der Jahreszeit vielleicht einfach Hundefutter an ein Tierheim, was in der Nähe ist, spenden soll. Und ich habe am Wochenende jetzt schon zweimal angerufen und es ist keiner rangegangen. Deswegen probiere ich es jetzt nochmal. Weil als ich letztens beim Fressen ab war, war ich so, ja, könnte ich jetzt theoretisch auch Hundefutter fürs Tierheim mitnehmen, aber ich wusste nicht genau, welches. Ach, es hat zu. Montag, Dienstag, Mittwoch geschlossen. Oh Mann. Okay, gut, dann rufe ich Ende der Woche nochmal an. Weil nicht, dass ich dann irgendwas kaufe und es ist dann keiner. Aber ja, sowas kann man auch zum Beispiel machen. Was ich zum Beispiel auch tue, ist Fashion Tail. Und da schicke ich sozusagen meine ganzen Klamotten hin, die ich nicht mehr anziehe, die ich halt verkaufen möchte. Und den ganzen Betrag, den ich da sammle, das kann jeder Creator für sich selber entscheiden. Das machen halt meistens Blogger. Entweder zahlen die sich aus oder sie spenden das. Und ich spende alles zu 100%. Ich behalte keinen einzigen Cent. Und bisher habe ich, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, 2589,97 €. Und es sind noch nicht mal alle Teile verkauft. Es gibt noch ein paar Teile, ich verlinke das euch gerne, weil alles, was da zusammenkommt, wird gespendet. Ja, so viel dazu. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wohin. Also die Kinderkrebshilfe in Frankfurt, dort habe ich halt in Vergangenheit immerhin gespendet und damit. Da habe ich auch zum Beispiel das Projekt mit Café Buhr. Aber ich überlege mir vielleicht auch mal was anderes zu machen.
Ich finde, man sollte sich halt die Zeit nehmen, um genau herauszufinden, wohin kann ich spenden, was ist das Richtige für mich und welche Organisation kann ich richtig vertrauen, weil man möchte auch, dass sein Geld sinnvoll eingesetzt wird. Ja. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwas, wohin ihr spendet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese mir das wirklich sehr gerne durch und vielleicht finden wir da irgendwas zusammen gemeinsam. Ja, und jetzt esse ich ein bisschen. Eine weitere Frage war, Caro, was hältst du von den Zeugen Jehovas? Ich muss wirklich sagen, bevor ich dieses Hyperbowl-Video nicht gesehen habe, wusste ich gar nicht so richtig, was die sind, was die machen, was sie tun. Aber nachdem ich das Video geschaut habe, finde ich das wirklich... Also ich halte von sowas gar nichts. Einfach weil es für mich eine Sekte ist und so. Und ich finde, jeder sollte so leben, wie er sich das vorstellt. Er sollte nicht irgendwie sich von jemandem beeinflussen lassen oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas verboten bekommen haben, sondern jeder sollte sein Leben so leben, wie er das möchte und glauben an das, was er möchte. Aber ich mag das irgendwie nicht, wenn Leute so einen die ganze Zeit so zwingen oder so krass überzeugen wollen. Ich finde, jeder sollte das so für sich selber entscheiden. Deswegen halte ich jetzt persönlich nicht so viel davon. Und nachdem ich mir das Video angeschaut habe, war ich so bra, bra. Leute, wir sind jetzt Gassi machen. Opa, ein Kind. Widerwillig ein wenig. So wie immer. Naja. So, I'm back from my Spaziergang. Oh, mich nervt es so, dass es so schnell dunkel wird. Da hat man die ganze Zeit das Gefühl, es ist halt abends und keine Ahnung, zum Videos reden, das ist irgendwie eher so kontraproduktiv. Wenn man dann halt irgendwie so, ja, es sieht halt immer aus, als wäre es abends und man wird erst abends produktiv, aber es ist natürlich dann den ganzen Tag dunkel und dann so früh. Ich meine, wir haben jetzt 16 Uhr. Draußen ist schon ziemlich dunkel. Naja, aber es geht gerade noch so vom Licht. Bei mir ist was Cooles angekommen. Und zwar mein neues iPhone. Mein Handy ist, ich habe das 11 Pro Max. Eigentlich müsste das noch völlig okay sein. Aber ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ein neues iPhone rauskommt, fängt mein iPhone an zu spacken. Jedes Mal. Und mittlerweile ist es an so einem Punkt. Ich arbeite mit diesem Ding, da ist alles drauf. Und es hängt die ganze Zeit. Oder plötzlich geht der Bildschirm aus, ist komplett schwarz. Es funktioniert gar nicht, dann kommt dieser Apfel und ich bin so, bruh, was hast du getan? Es hat natürlich abgeschaltet und neu wieder angegangen. Aber ich denke mir so, hä? Naja, deswegen habe ich mir das neue iPhone bestellt. Außerdem muss ich auch meinen Vertrag wechseln. Bin gerade bei O2 und I'm not happy about this, so that's that. Eine nächste Sache war, Caro, was hältst du von Avocado? Und das hat Olivia gefragt und... I must say, damit das jetzt auch jeder, auch the people in the back, understehen oder understanden, I don't like Avocado. It's just not my thing. Ich mag es einfach nicht und mittlerweile bin ich an so einem Punkt, ich mag es auch nicht mögen. Mittlerweile ist es einfach so ein Prinzipding. Also, früher war ich halt auch so jemand, ich esse, früher habe ich nicht gern Gemüse gegessen, mittlerweile zwinge ich mich dazu, es zu akzeptieren. Mit Sahne schmeckt übrigens alles sehr lecker. Und grün mag ich sowieso auch nicht so, also gemüsemäßig. Deswegen habe ich Avocado immer gesagt, nee, auch bei Sushi kein Avocado. Und diese Avocado-Toast, ich meine, die sehen sehr ästhetisch aus. And I wish that I would enjoy, aber ich bin so, ne. That's dann auch noch mit Zitrone. Ich bin auch so jemand, ich mag auch nicht Zitrone auf alles machen. Also ich mache keine Zitrone auf Fisch. Ich mache keine Zitrone auf Schnitzel oder sowas. That's just not my thing. Ja, deswegen bin ich eher so der Anti-Avocado-Mensch. Und jetzt mache ich mal hier dieses Baby auf. Und dann gucke ich mal, wo ich einen neuen Vertrag mache. Ja, that's what I'm going to do right now. Soll ich das mal mit euch öffnen? Oh, ich habe mir das Goldene rausgesucht. Oh mein goodness, it's so beautiful. Wow, also ich muss echt sagen, es sieht schon unnormal schön aus. Oh, befriedigend. Sehr schön, ich mag es auch, dass es so ein bisschen eckiger ist. Mal als Comparison. Hier ist das 11 Pro Max und das hier ist das 12 Pro Max. Not bad, oder? I don't know. Ja,
Mal gucken, ob ich dann umswitche. We will see. Ich werde es jetzt erstmal einstellen und so weiter. Und dann, ach ja, und ich habe mir auch direkt noch eine Hülle mitbestellt. Einfach, weil ich Angst hatte. Und ich wusste nicht, wie viele. Ich habe das nämlich schon vor Wochen bestellt und ist jetzt erst angekommen. Ob es jetzt schon Brands gibt, die Hüllen haben. Deswegen habe ich mir direkt einen bestellt. So, Leute, ich mache mich jetzt mal ready für ein kleines Homeworkout. Ich werde jetzt nämlich mal die Hanteln ausprobieren. Die haben mich jetzt irgendwie mal motiviert, mal wieder ein Workout zu machen, sonst war ich halt immer laufen. Let's do it! Caro, was hältst du von Pamelas Christmas Workout? Das werden wir jetzt testen, meine Freunde. I will try to do it. And I will let you know how I like it. Is this a deal? That's a deal, huh? Ich muss euch leider ausmachen. Hi, I'm back. Also, ich habe mein Workout gemacht und obviously geduscht. Ich werde jetzt meine Haare machen. Wir machen mit der nächsten Frage weiter. Caro, was hältst du von Keto-Diäten? Für alle, die nicht wissen, was das ist eine ketogene Diät, bei der man sich hauptsächlich von Fetten ernährt und keine Kohlenhydrate zu sich nimmt. Also man isst kein Brot, kein Weizennudeln, keine Kartoffeln, sondern eher Eier, Fleisch, Fisch, Gemüse und so. Und ich habe es ausprobiert, muss ich sagen. Ich bin ja auch so jemand, ich probiere auch viel aus, was so Diäten betrifft. Und keine Ahnung, ich habe früher extrem mit meinem Body-Image gestruggelt und ich muss sagen, dass ich denke, ich bin immer noch nicht so an einem absoluten Good Headspace. Aber es wird besser. Auf jeden Fall habe ich das ausprobiert und es ist irgendwie nicht meins. Also dafür esse ich zu wenig Fleisch, um das machen zu können. Und es ist mir zu anstrengend, um mal ganz ehrlich zu sein, das durchzuziehen, weil, nee, also dann will ich doch so lieber jemand, dann esse ich lieber nicht so healthy, aber es ist dann nicht so anstrengend. Das klingt so doof, aber die meisten machen das übergangsmäßig und gehen dann wieder zurück zu einer normalen Diet, wo man von allem irgendwas isst, aber in Maßen. Es geht ja, ich finde, es geht halt eher darum, nichts zu übertreiben. Ich finde, wenn man komplett auf Fleisch verzichtet, ist es doof irgendwie. Wenn man komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, ist es doof. Wenn man komplett auf Süßigkeiten verzichtet, ist es doof. Wenn man nur Gemüse isst, macht es einen auch nicht glücklich. Also all so Dinge. Deswegen von allem im Maßen. Jeder kann es für sich selber entscheiden, aber für mich ist es persönlich jetzt nichts. Deswegen halte ich mich davon ein wenig fern. Ich muss aber dazu sagen, es gibt viele, die damit klarkommen. Ne? Also das ist halt auch immer wieder so eine Sache, wie du als Person bist, wie was du isst, ne? Und wie strikt du bist und ob du sowas durchhalten kannst. Ich konnte das nicht durchhalten, weil ich mag Kohlenhydrate zu gern. Also Haferflocken, Nudeln, that's all what I'm about. Und deswegen, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Aber es gibt Menschen, bei denen das klappt. Ich habe zum Beispiel so einer YouTuberin gefolgt, die das, ShanXO heißt die. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aus Neuseeland. Und die hat das auch durchgezogen, weil die halt abnehmen wollte und so. Und bei ihr hat es funktioniert. Aber die Diät ist irgendwie voll strikt, weil man muss so einen gewissen Wert haben, dass man Keto ist. Und ach, das fand ich irgendwie zu kompliziert. Die ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch wieder ganz normal. Deswegen, I don't know. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr sowas schon mal gehabt? Ja oder nein? Weil I would love to know if it works for you. So, das nächste ist, Caro, was hältst du von Nutella mit Butter? Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein nur Nutella-essender Mensch. Aber manchmal fühlt man sich so fancy und dann macht man Butter drauf. Aber das ist bei mir so in 1 von 10 Fällen. Das letzte Mal, als ich Nutella mit Butter gegessen habe, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt auf jeden Fall meine Haare geföhnt. Der looking cute. 10.000 Jahre gedauert. Jetzt gibt's Essen. Ja. Meine Mama hat irgendwas mit Trüffeln gemacht. Caro, was hältst du von K-Pop?
Ist jetzt nicht so mein Vibe. Aber es gibt ein Lied, oder wie heißt es nochmal, was wir gehört haben, was eigentlich ganz gut war? Mit Halsey, Leute. What? By the way. Full in Oceans Part. Wir gehen jetzt einen nächtlichen Spaziergang Gassi-Runde machen. Damit Snoopy sich noch ein bisschen auspowert, weil ich habe gemerkt, je mehr wir mit ihr abends noch spazieren gehen, desto mehr schläft sie durch. Ja, die ist nämlich jetzt nicht so die Wandermaus, sondern wir gehen nur zum Pipi-Kaka machen raus und gehen dann halt wieder rein, weil sie keinen Bock hat, aber ja, wir zwingen sie jetzt halt einfach ein wenig und ja. Boy with love. Warte, mach's mal an. Spul mal vor. Ne, das war's nicht. Oi. Boah, du bist so stark. Ein neuer Tag, um Snoobeloobie zu trainieren, alleine zu sein. Wo ist die Maus? Da hinten. Ich mache hier jetzt mal alles sicher. Alle Sachen, die hier nicht so sein sollten, mache ich weg. Türen zu. Und dann lasse ich sie mal allein. Ne, Leute? To be honest, Sky allein lassen hat mal wieder nicht funktioniert. Die letzten 5 Male, wo wir sie alleine gelassen haben, hat sie sich übergeben. Aber es ist nur Flüssigkeit rausgekommen und sie hatte Schaum vorm Mund. Schaum vor dem Mund ist ja dann immer so ein bisschen so, ne, gefährlich, aber sie verhält sich ganz normal. Sie hat nichts Falsches gegessen, gar nichts. Und es ist jetzt eben wieder passiert. Und dieses Mal habe ich auch wirklich den Schaum gesehen und habe es gefilmt. Ich glaube, morgen mache ich das Ganze nochmal. Stell die Kamera auf, um genau zu sehen, wie sie sich übergibt und wie das passiert. Und dann gehe ich zum Tierarzt. Sie ist wirklich der anhänglichste Hund, den es, glaube ich, gibt. Ja, das war einfach nur ein Knacksen, nur keine Sorge. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, weil ich möchte natürlich auch, dass sie nicht immer Panik bekommt, wenn ich gehe. Und ich denke mir halt im Moment so, ja, wir haben gerade das Glück, dass hier immer jemand zu Hause ist, aber was ist, wenn sich die Dinge ändern, ich ausziehe, ich sie mal alleine lassen muss, die muss ja auch mal leben. Sie muss sie auch irgendwie selber beschäftigen, mal 1-2 Stunden. Sie ist ein Wurm. Du bist ein Wurm, Snoomino. Aber ich setze sie jetzt in ihr Körbchen, damit sie einfach so merkt, sie muss auch alleine ihr Space haben, aber sie liebt es halt. Körperkontakt immer, immer. Also sie ist einfach übelst anhänglich und will diese Liebe und diese Nähe. Und ich möchte ihr das natürlich auch geben und wir geben ihr das. Aber ich bin echt langsam ein bisschen am Verzweifeln. Sie will zu viel Liebe und sie gibt zu viel Liebe. Oh, das klingt wie was Schlechtes, Schnaps. Ja, und jetzt ist sie so, Mami, ich will aber hoch. Bobs, ich liebe dich. Um jetzt das Video abzuschließen, noch eine letzte. Caro, was hältst du von Corona? Das kam tatsächlich ganz schön. Oh, guck, schaut sie euch an. Die setze ich jetzt genau hierhin auf mein Bein. Ganz eng an mir dran. Snoopy, du gehst in dein Körbchen. Was ist? No, no. Hierhin, komm. So, und ich gebe euch jetzt meine Honest Opinion. Muss dazu aber auch sagen, man muss natürlich aufpassen, was man im Internet sagt, aber alles, was ich sagen kann, ist, ich habe es im Frühjahr einfach unterschätzt. Ich habe einfach gedacht, ach, das ist irgendein Virus und so weiter und da wird Panik gemacht und dann plötzlich habe ich Panik bekommen und habe angefangen, mehr auf mich aufzupassen, mehr auf meine Mitmenschen aufzupassen und ich bin immer noch derselben Meinung, dass das einfach nicht auf die leichte Schulter gelegt oder auf die leichte Schulter, dass man es einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen soll, so. Aber ich finde, dass ein bisschen, es gibt zu viel Falschinformation da draußen und die Maßnahmen und so weiter. Ich muss sagen, dass ich nicht alles unterstütze und dass ich einiges ein bisschen fragwürdig finde. Ich aber trotzdem der Meinung bin, dass wir alle zusammen, dass so ein Gemeinschaftsding ist und dass wir uns alle an die Regeln halten sollten. Wir sollten uns
auch wenn wir die Regeln doof finden, dass wir uns zumindest alle daran halten und das Beste versuchen zu machen. Und ich finde, 2020 war einfach so ein durchwachsenes Jahr, aber es hat uns allen einiges gelehrt. Ja, es gibt noch so viel anderes zu sagen, aber ich teile, glaube ich, die Meinung der Mehrheit. Auch wenn es sie vielleicht nicht öffentlich zugibt. Aber eine Sache, die ich einfach nicht verstehen kann, ist, dass die Gastros zu sind. Also ich kann, das kann ich mir einfach nicht erklären. Ich habe genug Reportagen geschaut und so weiter. Mit meinen Eltern drüber geredet, mit ganz vielen Leuten drüber geredet. Dass die Gastros zu sind, verstehe ich einfach nicht. Ja, ich lasse es jetzt einfach da. Ihr wisst so ein bisschen meine Haltung. Ich reduziere auch extrem meinen Kontakt. Wir treffen uns gar nicht mehr in Gruppen oder sonst irgendwas. Ich bin eigentlich immer nur zu Hause. Wenn ich mal weggehe, dann gehe ich zum Friseur oder in die Stadt ein paar Erledigungen machen. Sonst ist mein Kontakt echt sehr wenig. Und solange ihr euch nur mit einem Haushalt trefft oder im kleinen Kreis und keine bitte keine Hauspartys, bitte keine komischen Gruppentreffen und alle zusammen, das ist einfach unnötig. Ja, aber trotzdem möchte ich jetzt dieses Video beenden mit einem Happy Face. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen oben da, schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare und ja, wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Video. Ach so, und sagt mir Videoideen. Was wollt ihr noch von mir sehen? Dann drehe ich das ab und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bye!